Name ist Hans Riener. Ich bin Ayurveda-Arzt seit 35 Jahren und ich präsentiere Ihnen meine neuen Erkenntnisse betreffend dem Ursprung der Veden. Und ich bin tätig hauptsächlich in meiner Schweizer Praxis, schon sehr, sehr lange. Vorher hatte ich natürlich meine eigene Klinik und mein Resort in Bangalore in Südindien, wo ich 25 Jahre gelebt habe. Und dann bin ich auch beratend tätig, einmal im Monat für eine Arbeitswoche im Ayurveda-Parkschlösschen an der Mosel. Eine sehr schöne Arbeit auch, die ich sehr schätze dort. Und dann haben wir eben noch unsere Basis in Österreich, wo wir früher gelebt haben und auch unsere Manufaktur aufgebaut haben. Heute Abend adressiere ich Sie auch eben als der Präsident der Association of Ayurveda Professionals Worldwide, ein Verband, der die Ayurveda Professionals ohne Grenzen, ob sie jetzt Therapeutinnen, Therapeuten sind oder Heilpraktiker oder Ärzte, oder Professoren oder Masseure oder Köche, die diese Menschen alle zusammenbringen sollen und das Wissen von Ayurveda vermittelt werden soll. Gut, ich beginne meinen Vortrag mit einem Schlokka. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ein wunderschöner Mantra, den ich schon seit 40 Jahren singe. Man hat uns damals in Indien vorgeworfen, wir seien wie Papageien, wir Europäer, die Veden einfach nur rezitieren, ohne zu wissen, worum es geht. Ich muss zugeben, 40 Jahre später, es ist schon so. Aber in den letzten 40 Jahren sind wir ja auch ein bisschen schlauer geworden. Und das ist mir just eingefallen, wie ich diesen Mantra kürzlich gesungen habe. Und ich habe ja immer was übersehen. Meine zweite eben Berufung, die erste eben halt in der Philosophie, in der indischen, und die zweite als Ayurveda-Arzt, da habe ich doch prompt übersehen, dass wir hier ein ayurvedisches Instrument haben, Shalakya. Shalakya Tantra ist die Chirurgie in der Ayurveda, und eben das Yantra, Shalakya Yantra, ist natürlich das Skalpell. Und dieser Mantra, der bezeichnet eben uns in unserem Status, bevor wir Kontakt hatten mit den Veden, als Agyanis. Jnana, das Wissen, Agyana, wenn das A davor kommt, dann wird es umgedreht. Also Agyana heißt wir Ignoranten. Timirandasya, also auch, wir haben nicht die Vision, wir sind in der Dunkelheit. Und wer kommt da? Unser Lehrmeister oder unser spiritueller Meister. Und was nimmt er? Er nimmt gleich das Skalpell und schneidet unsere Augen auf, damit wir endlich sehen, wer wir sind und wo wir sind. Und dann eben Chakshurum Militamina, Chakshur, eben die Augen, die sehen auf einmal wieder. Das gleiche Phänomen, wenn man fragt, kann eine Fliege ein großes Objekt wie eine Wolke sehen, dann würde man sagen, es eher nicht. Das heißt, wir können zu kleine Objekte nicht sehen, wir können auch zu große Objekte nicht sehen und manchmal können wir das Offensichtliche nicht sehen. Manchmal können wir uns selbst nicht sehen, sprich unser wahres Selbst. Und durch den Kontakt mit den Lehrern, die dieses Wissen vermittelt, wer immer die sind, ob das jetzt in einer traditionellen Parampara ist oder ob das en passant ist, einfach man trifft jemand und der
sagt einen Satz und dieser Satz ändert unser Leben, kommt oft genug vor. Dieses Wissen eben bereitet uns vor auf unseren eigenen Weg. Und natürlich mit diesem Wissen haben wir oftmals sehr viel Enthusiasmus entwickelt und wir wollen auch über die Geschichte der Veden Bescheid wissen. Und darum geht es. Ich habe letztes Jahr bei meinem Besuch in Bangalore ein Treffen gehabt für ein paar Tage mit David Frawley. Und er hat mich auch auf den neuesten Stand gebracht, was seine Forschungen sind und was seine Erkenntnisse sind in den letzten 40 Jahren. Wir kennen uns ja schon sehr lange, wahrscheinlich auch schon, ja, über 30 Jahre. Und er als wirklich anerkannter Sanskrit-Experte ist natürlich auch immer wichtig für mich zu erfahren, was sind seine neuesten Erkenntnisse aufgrund der Kontakte mit Forschern, die er hat, und den sprachlichen Wissenschaften, sprich eben mit der Sanskrit-Sprache und mit der Übersetzung von Rigveda. Dann kommt natürlich noch dazu die Situation, dass relativ wenig Archäologie betrieben wurde, und die betrieben wurde in den letzten 200 Jahren, war natürlich immer von den Kolonialherren. Und man darf nicht vergessen, 1949 erst ist Indien unabhängig geworden, und darum eben färbt natürlich immer die Moraltheologie und die sozialen Begebenheiten einer bestimmten Kultur auch die Wissenschaft. Wissenschaft, das kann man wohl sagen, ist alles andere als etwas Objektives, vor allem wenn man aus der Sicht vom Osten oder vom Süden her schaut. Vor allem die Intellektuellen Afrikas, Asiens, die sind gar nicht d'accord mit dem, eben, was heute im Namen der Wissenschaft getan wird. Das werden wir auch noch anhand eines Beispieles gleich sehen. Auf jeden Fall ist es eben Zeit, die Geschichte Indiens neu aufzurollen. Dabei soll uns es nicht darum gehen, unbedingt die Ersten zu sein und damit die Besten, oder eben, dass wir jetzt den Spieß umdrehen und sagen, the cradle of civilization, sprich die Wiege der Zivilisation, ist im indischen Subkontinent und von daher ist sie weggegangen und hat sich dann in Rest der Welt verteilt. Das ist dann das andere Extrem von dem, was der Imperialismus gebracht hat oder wie der die Wissenschaften eben kontrolliert hat für 250 bis 300 Jahren. Das heißt, es ist aber genug Evidenz da mit neuen Mitteln, eben zum Beispiel Satellitenfotografie, die dank derer hat man diese Indus-Tal oder Indus-Saraswati-Tal-Zivilisation viel besser erforschen können. Man hat anhand der Satellitenbilder gesehen, dass es wirklich einen zweiten Fluss gab und eben, dass es sehr große Kanalsysteme gab, um den Nordwesten der von indischen Kontinent zu bewässern. Also all diese Fakten werden jetzt langsam zusammengetragen von einer selbstbewussteren Gruppe von Intellektuellen und Wissenschaftlern, und das Resultat eben sehen Sie hier. Das sind jetzt die Basis von dem, was David Frawley und seine und Gruppe von Wissenschaftlern zusammengetragen hat. Dieser Übergang quasi vom Neolithikum
in die Neuzeit. Es gibt sehr viele bisher kaum beachtete archäologische Funde. Zum Beispiel gibt es bemalte Straußeneier in Rajasthan, die man gefunden hat. Man hat Höhlenmalereien gefunden, diese vor allem in der Bundesland von Madhya Pradesh, das heißt in Zentralindien. Dort sind die schönsten Höhlenmalereien überliefert. Man hat vor allem, ich gehe kurz rüber auf das nächste, dann sehen Sie, was ich damit meine. Man hat solche Tessellations oder Parkettierungsdesign gefunden, sogar in den Höhlenmalereien. Und das Typische dabei ist ja eben die Befassung mit dem Unendlichen. Das sind ja immer Patterns oder Parkette oder Designs, die eine Unendlichkeit haben, die ja schon darauf hinweisen, dass es hier um eine Kultur geht, die auch mathematisch tätig ist. Die indischen Mathematiker, die sind ja auch eben bekannt dafür, die Unendlichkeit oder das Null erfunden zu haben. Das sind eben solche Malereien, die gefunden wurden in der Gegend. Die sind natürlich lange vor dem Städtebau gewesen. Also man hat eben die Früh- und Mittlere- und Spätsteinzeit, da haben wir genug Funde, die wurden bisher nicht wirklich beachtet, weil auch kein Interesse bestand dafür. Aber heute gibt es überall Ausgrabungen in ganz Indien. Und dann eben diese Datierung, wo wir immer wieder Probleme haben, da gibt es dann ein paar Varianten oder kleine Verschiebungen von verschiedenen wissenschaftlichen Gruppen. Aber selbst eben, wenn es dann um 1000 Jahre oder 1500 Jahre nach unten oder nach oben geht, hier haben wir die Daten, die eben David und sein Team erarbeitet haben. Und er sagt, die frühesten Funde der Indus-Tal-Kultur, die gehen 8000 vor unserer Zeitrechnung bis 1300. Könnte ich ein Glas Wasser haben, bitte? Und wir haben die Beschreibung davon in der klassischen Literatur natürlich, in den Veden gibt es beispielsweise eben mega mystische Städte. Das schauen wir uns nachher noch an. Genau, vielen Dank. Es war ja eine große Überraschung für alle, wie die erste Stadt, etwa 150 Kilometer nördlich von Karachi, gefunden wurde, nämlich Mohenjo-Daro. Man hat zwar gewusst, dass dort etwas ist, aber man hat nicht systematisch gegraben. Und noch während dem British Raj hat man dann die ersten Ausgrabungen geführt. Leider hat man dann gleich die ganzen Ziegel, die dort lagen, für den Eisenbahnbau benutzt. Und Hunderttausende von Tonnen dieser Ziegel sind dann leider verschwunden. Aber was heute noch da ist, ist sehr beeindruckend. Das war die erste Gruppierung. Und später ist dann Harappan dazugekommen. Und heute hat man phänomenale 2500 Ausgrabungen, Städte gefunden, das heißt Siedlungen. Es können Dörfer sein, aber es können auch Städte sein. Und es ist eben nicht mehr nur dieses Harappan, was später kam als Mohenjo-Daro, aber eben heute haben wir 2500 Städte, die sich erweitern bis in das Gangesbecken hinein. Und dann kam der Niedergang dieser Zivilisation etwa um 1900 vor Christus.
Die einen sagen, es ist eine klimatische Katastrophe gewesen. Die anderen sagen, es ist eine tektonische gewesen, sprich Erdbeben. Zum Teil natürlich, weil der riesige Fluss Indus natürlich sehr viel Sand aufgehäuft hat, wie er zu den Himalayas rauskommt und dann der Lauf sich verändert hat. Jedenfalls eine Kombination von dem, schauen wir nachher auch noch kurz an. Das sind eben die Situation, dass dann diese Indus-Tal- und Saraswati-Tal-Zivilisation abrupt zu Ende war, ungefähr vor 3000 Jahren. Wir finden auch wieder Beschreibungen davon in vielen Puranas, in Mahabharata, in anderen vedischen Schriften ist das gegeben, diese Zeit. Und dann eben hat sich die ganze Siedlung verschoben, weiter nach Osten, in das Gangestal hinein. Und dann kann man sagen, quasi ab etwa, eben dann ab dieser Zeit, 1900 BC, hat sich dann die ganze indische Zivilisation nach Osten verschoben. Also das einfach zuerst einmal die Zahlen, damit Sie den Überblick haben. Und dann eben schauen wir uns das kurz an. Hier noch einmal eben diese Tessellations oder die Parkettierungsdesigns, die wir in Höhlen finden, eben diese unendlichen Designs. Das ist auch, wo man sich drin verlieren kann, auch in den Teppichen später oder in den Mosaiken finden wir das auch. Und dann, was auch sehr viele Hunderttausende von kleinen Siegeln hat man gefunden, die sind etwa 2,5 mal 2,5 Zentimeter groß, mit unheimlich vielen Sujets. Die Sprache ist teils erst entziffert worden, aber noch nicht ganz. Und hier haben Sie eben quasi den Yogi von Mohenjo-Daro, also eine typische Yoga-Haltung, die hier eingenommen wird. Und die eben zeigen doch auf eine sehr entwickelte Kultur hin. Alle, die sich mit Vastu befassen, haben natürlich sehr viel Freude mit dem Stadtplan, den Grundrissen der Häuser. Die ganze Stadt wurde ausgerichtet, so dass die Morgensonne in die ganzen Straßen hinein scheinen konnte. Und in Vastu-Häusern ist ja auch immer die Küche und das Bad an der Ostseite eines Hauses. Und das hat auch einen wissenschaftlichen Grund. Und der ist, dass am Morgen früh ein höherer UV-Anteil im Licht ist. Und dieser UV-Anteil ist ja das, hat eine bakterizide, fungizide Wirkung. Sie trinken jeden Tag Wasser, das mit UV-Licht behandelt wurde. Das ist die günstigste Variante, wie Ihre Stadt oder Ihr Dorf Ihr Wasser aufbearbeitet, indem es eben das Wasser vorbeifließen lässt an ultraviolettem Licht. Oder in Entwicklungshilfeprojekten auch der Schweiz in Afrika hat man ein Konzept, dass man alte PET-Flaschen violett anmalt und die in die Sonne legt. Und man hat erkannt, dass nachher das Wasser völlig rein war, weil die ganzen Bakterien im Wasser, die Würmer im Wasser, die sind alle durch die UV-Bestrahlung umgekommen. Das hat also einen wissenschaftlichen Grund, wieso eben im Vastu-Bau es so viel Wert auf die Ostenergie gelegt wird, weil diese eben eine desinfizierende Wirkung hat. Und ein Bad, eine Küche sind natürlich die Plätze, wo möglichst ein hoher Hygienestandard herrschen sollte. Und die ganzen Straßen in dieser Stadt sind ebenso ausgerichtet, dass hier ist das Bad, da oben ist der Turm
der Wächterturm, und die jede Straße ist in die Himmelsrichtungen eingewinkelt, und so eben von den Energien zu profitieren. Bei uns ist natürlich vor allem die Infrarotstrahlung wichtig, weil wir wollen unsere Häuser heizen. Das hat natürlich eine Kehrseite. Ich selber wohne in einem alten Appenzellerhaus, die alle in die Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Und im Sommer, ohne dass wir eben die Holzläden vorne raufziehen, würde man umkommen vor Hitze in diesen Räumen. In Indien, wo ich ein Entwicklungshilfeprojekt hatte auf dem Land, da habe ich genau umgekehrt gebaut. Da habe ich die Fenster im Norden gemacht und nicht im Süden. Das ist natürlich Unterschied je nach Klima. Hingegen eben die Nordostenergie, Jiva, Prana und eben diese UV-Strahlung, die hat einen ganz wichtigen Zweck. Wir können also sehen eben, überall, wo viele Menschen zusammenkommen, da haben wir ein Hygieneproblem. Und die Städte in Europa, noch im 18. Jahrhundert, es war nicht unbedingt eine Freude, dort zu wohnen, außer man hatte gerade seinen Palast mit genug Platz umher. Aber die Pest ist ja ständig ausgebrochen. Warum? Eben, weil es unhygienisch war, weil man diese Regeln nicht beachtet hatte, sondern eben halt andere Regeln befolgt haben, eben die der optimalen kommerziellen Ausnutzung. Wie wir sehen, haben wir hier einfache Brick-Ziegelwände, die relativ intakt überlebt haben. Und wenn man denkt, dass die eben mindestens 5, wahrscheinlich eher mehr, 1000 Jahre alt sind und schon dastehen, dann ist das doch eine Leistung. Das heißt, das ist der andere Aspekt von Vastu, dass man, wenn man nach Vastu baut, dass man einen Erdbebenschutz hat. Haben wir auch in späteren Gebäuden, in den Steintempelstrukturen, haben wir ja viele in der Himalaya-Region, also eine sehr aktive Zone von Erdbeben her, und trotzdem haben solche Tempel tausende Jahre überlebt, ohne dass sie zusammengebrochen sind. Wie ist das möglich? Eben, weil sie nach diesen Vastu-Prinzipien gebaut wurden. Und im Vastu haben wir die sogenannten Marmapunkte auch eines Raumes, eines Hauses, eines Gebäudes. Und es wird sehr viel Wert darauf gelegt, wo ich eben die Wände und wo ich die Pfeiler hingebe. Und entsprechend, wenn ich eben die Marmapunkte schütze in meinem Haus, dann ist es auch möglich, dass es eben ein Erdbeben intakt überlebt. Dann kommen wir zu einer Karte dieser Zivilisation. Da sind jetzt schon mehr eingetragen. Sie sehen, im linken Bereich, in der Mitte, Mergar. Mergar ist eine der ältesten Siedlungen überhaupt. Man sagt, von dort her ist das dann weitergegangen, und Mergar war noch auf der westlichen Seite des Indus-Flusses. Und sehen auch diese vielen Flüsse im Norden. Das ist eben Punjab, Panja. Panj heißt 5. Also die 5 Flüsse, das war immer eine sehr wichtige Region im indischen Subkontinent, der Himalaya. Die Berge seht ihr, die haben diese Flüsse gespeist. Und Indus entspringt im Westen von Tibet. Der Sutlej, der entspringt im zentralen Himalaya. Dann haben wir die Flüsse, die von Kaschmir herkommen. Und die alle kommen in diese riesige Ebene und haben die natürlich sehr, sehr fruchtbar gemacht. Und so könnte man sagen, die Besiedlung hat von der linken Bildseite, sprich von Westen her, stattgefunden. Und was ihr da auch eingezeichnet seht, ist eben der Saraswati-Fluss.
dieser Fluss eben, der überall in den Veden beschrieben wurde, und es wurde immer abgetan als Mythologie, dass eben in Indien haben wir keinen Fluss wirklich, der strikte nach Süden fließt. Alle anderen Flüsse fließen entweder nach Osten oder nach Westen. Der Narmada, den haben wir in Madhya Pradesh und Gujarat. Und auch die anderen Flüsse Indiens, Godavari, Kaveri, die fließen alle wieder von Westen nach Osten. Aber wir haben keinen, der strikte nach Süden geht. Und das ist eben dieser Saraswati-Fluss, den man entdeckt hat anhand von Satellitenaufnahmen. Dann ist die Regierung in Rajasthan gleich hingegangen und hat Bohrungen gemacht, weil dieser Fluss geht voll durch die Wüste. Das ist die Thar Desert, wo der durchgeflossen ist. Und da ist es natürlich interessant, auch aus ökonomisch-landwirtschaftlicher Sicht, ob da noch irgendwie Wasser ist. Und man war fündig geworden, man hat fossiles Wasser gefunden. Man hat das auch datiert und dieses Wasser war 4000 Jahre alt. Also man hat das Flussbett gefunden, mitten in der Wüste von Rajasthan, hat eben die Bohrungen gemacht, hat das Wasser datieren können und hat den Beweis gehabt. Hier ist einmal ein Fluss geflossen und das ist ja auch das Handicap der Archäologen, wo sie gesucht haben, weil es wurde immer beschrieben, es liegt an einem Fluss, diese Stätte. Dann ist man zum Indus gegangen und hat da natürlich einiges gefunden. Sie sehen Mohenjo-Daro, auch das ist noch auf der Westseite des Indus, ziemlich weit unten. Und dann eben später hat man, die Karte war leider nicht gut genug, die ich hatte, aber wenn man die neuen Ausgrabungen anschaut, dann hat es eigentlich östlich vom Saraswati-Fluss mittlerweile mehr Städte, die man gefunden hat, als westlich. Also es hat sich dann hier rüber verschoben. Also ganz interessant, wie das eben vonstatten gegangen ist. Der Saraswati ist definitiv da gewesen. Im Norden oben hat es Verschiebungen gegeben von Erdbeben und einfach von dem Schutt, welche die Flüsse über Jahrtausende angeschwemmt haben. Und so eben ist dann später, hat der Indus diesen Bogen gemacht nach Westen und dann nach Süden. Und das sind ja wirklich unglaublich eindrückliche Flüsse. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal den Indus überquert habe. Ich kam von Kabul über den Khyber-Pass nach Peshawar runter und dann eben ist man im Norden über den Indus rübergegangen und diese Brücke, eben die vergesse ich nie. Hab gedacht, komme ich da überhaupt jemals rüber, mit dem Bus, wo ich drin gesessen bin. Aber eben einfach für uns Europäer unvorstellbar, wie mächtig und wie groß diese Flüsse sind. Und entsprechend haben wir dann eben die Zivilisationen da. Wir haben auch ganz im Westen von Indien, also da, wo Sie sehen, Prabhas, Badri, noch etwas westlicher bei diesem Zahn, der da rausschaut, in Saurashtra, im westlichen Gujarat, da ist die Stadt Dwarka, die ja auch beschrieben wird in den Bhagavad Purana und in Mahabharata. Die Hauptstadt, eine riesige Stadt, wird da beschrieben. Mittlerweile hat man sie gefunden, aber unter dem Meeresspiegel. Man hat sie auch datieren können. Eine riesige Hafenanlage steht da. Und leider eben gibt es da sehr viele Restriktionen. Also man kann da nicht einfach tauchen und sich das anschauen gehen. Aber wie gesagt, es sind verschiedene Wissenschaftler, haben da ihre Forschungen gemacht und es besteht kein Zweifel, dass diese Stadt bestanden hat und wie ist die natürlich eben ins Wasser rein versunken. Auch da eben bestehen Studien, dass hier durch die Klimakatastrophe quasi das Unterwasser
gegangen ist, versunken ist. Also es ist in amerikanischen Wissenschaftszeitschriften erschienen, dieser Artikel, der eben sagt, es gibt neue Studien, das ist jetzt unabhängig von David Frawley und seiner Gruppe, wird da geforscht und man ist zum Schluss gekommen, eben es gab eine Klimakatastrophe und diese hat dazu geführt, dass die Harappan Civilization quasi zu einem Ende gekommen ist. Auch da sehen Sie sehr schön auf dieser Karte die Tar Desert. Und durch diese Tar Desert quasi Nord nach Süden ist der Fluss ursprünglich geflossen und der Indus hat sich dann eben später noch weiter nach Westen verschoben. Also das sind auch mittlerweile klare Aussagen der Wissenschaft, dass hier eine Verschiebung stattgefunden hat, weil eben die Frage ist natürlich immer gewesen, warum ist so ein abruptes Ende geschehen mit dieser großartigen Zivilisation. Sie hat sich dann völlig verschoben nach Osten hinein und da haben wir dann auch in der hellenischen Zeit dann genug Überlieferungen. Es gab hellenische Botschafter, also griechische Botschafter in Indien, schon vor der Zeit vom Alexander dem Großen. Man kann sagen, wahrscheinlich vom 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung an, haben wir Kontakte gehabt, wahrscheinlich noch früher, 6. Jahrhundert, weil wenn wir dann die Gandhara-Periode anschauen, Gandhara, kennen Sie vielleicht diese wunderschönen ersten Bildnisse von Buddha in diesem grauen Schieferstein. Und die sind eben auch wieder hier im Westen vom indischen Subkontinent entstanden und haben klare hellenische Einflüsse. Auch weiter im Süden wurde Handel betrieben mit dem Westen. Wenn Sie in Mahabalipuram mal das besuchen, die Höhlentempel, das ist in Tamil Nadu etwas südlich von Chennai oder dem früheren Madras. Und dort sehen Sie in einer Höhle den Löwen, das Bild, den Löwen von Ashoka. Kaiser Ashoka hat ja diese Säulen gemacht mit dem Löwen, also dem typischen Bild vom Löwen von Ashoka. Wir haben aber auch den persischen Löwen abgebildet. Wir haben den Löwen von den ägyptischen Löwen abgebildet und wir haben einen eher hellenistisch beeinflussten Löwen abgebildet. Das heißt, hier sind sehr viele Handel betrieben worden. Man hat ja auch schon in Mohenjo-Daro und man hat in Harappa hat man assyrische und babylonische Artikel gefunden, Töpfereien, Münzen. Es wurde sehr viel Handel betrieben zwischen Ost-West und eben Alexander hat dann seine eigenen Geschichtsschreiber mitgenommen. Und er ist ja theoretisch nur bis nach Rawalpindi gekommen. Rawalpindi ist in Pakistan, das heißt, er ist nie im heutigen Indien gewesen. Und in der Nähe von Rawalpindi gab es auch eine Stadt, die sehr berühmt war, die auch von den griechischen Geschichtsschreibern auf schönste beschrieben wurden, nämlich Taxila. Und Taxila hatte schon damals, zu Zeiten von Alexander, eine bekannte Universität. Man hat dort Medizin studieren können. Und natürlich sind sehr viele Manuskripte später dann von Taxila in die Bibliothek von Alexandrien gewandert und haben eben die griechischen Ärzte und die ayurvedischen Ärzte haben sich schon damals befruchtet. Und eben wie Alexander dann kam, dann waren die großen Opponenten von ihm, die waren östlich
Und da ist er dann auch nicht hineingegangen, sondern er ist dann nach Süden gegangen und wieder zurück nach Alexandrien. Dann die andere Kontroverse, die wir haben, ist: Gibt es eine arische Invasion oder gibt es keine arische Invasion? Da haben wir einerseits heute Forschung gemacht aufgrund der Autosome, das heißt, das sind nicht geschlechtsspezifische Chromosome. Und man hat genetisch keinen Unterschied gefunden zwischen Leuten sogenannten Dravidians, also dravidischen Ursprungs, oder Nordinder. Man hat dann auch einen Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitung publiziert, nämlich in der American Journal of Human Genetics 2011. Die Nachwehen sind heute noch zu spüren. Das hat natürlich prompt die Linguistiker auf den Plan gerufen, die eben bisher aufgrund der linguistischen Studien der Meinung waren, dass eben die Sprache von Norden her kam und nach Süden gegangen ist. Und diese interessanten Befunde, die gingen natürlich voll durch die Presse von Indien und mit der Idee, eben das Kastenwesen ist nicht etwas genetisch Bestimmtes. Also man muss ja sagen, das Kastenunwesen ist nicht genetisch bestimmt. Das wissen wir schon aus philosophischer Sicht. Wir haben ja eben ganz klar die Aussage: Chatur Varnam Mayastrishtam Guna Karma Vibhagasaha. Das heißt, eine Unterteilung der Gesellschaft in die verschiedenen Berufsgruppen oder sozialen Gruppen findet immer auf der Ebene von Guna und von Karma statt. Guna Karma, Karma heißt nicht, ich bin in einer Brahmanenfamilie geboren, Karma bedeutet meine Arbeit. Das heißt, aufgrund der Arbeit, die ich mache, und Guna bedeutet natürlich die Qualität, die Eigenschaften, die ich habe. Und über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, eben wurde das anders präsentiert. Und nur schon anhand dieser genetischen Forschungen ist jetzt eigentlich auch die Grundlage dieses Kastenunwesens zerstört worden oder zerschlagen worden. Unglücklicherweise eben wird das im Moment halt sehr politisiert. Wir müssen uns da einfach versuchen, etwas zurückzuhalten oder das objektiver anzuschauen, um diese beiden Seiten genauer anzuschauen. Also die eine Gruppe sagt, die arische Invasion ist ein Mythos, der 19. Jahrhundert Geschwätz ist, das eben vor allem von den Engländern eingeführt wurde, um auch eben quasi divide and rule, teile und regiere nach diesem System. Und die andere Gruppe, die dann ebenso heftig reagiert hat, nämlich eben die Sprachwissenschaftler, die, da habe ich schon eben sehr rassistisch angefärbte oder eingefärbte Bemerkungen habe ich hier von einem sogenannten eben englischen Sprachwissenschaftler mal hingeschrieben, der sogar auf seiner Webseite publiziert hat, nämlich eben: As more and more Indians get into science, jetzt wo mehr und mehr Inder sogar Wissenschaft studieren. Stell es euch mal vor, die gehen zur Universität und die studieren Wissenschaft. Und we can count on science becoming more and more corrupt and less scientific.
Und deshalb erwarten wir von diesem korrupten System oder von diesen korrupten Untermenschen, dass sie Wissenschaft gar nicht in der Lage sind, objektiv zu machen, dass die ganze Wissenschaft korrumpiert wird. So sauer sind die gewesen durch die Publikation in einer anerkannten wissenschaftlichen Zeitschrift, eben wo jetzt also Molekularbiologen, Genforscher sich auf den Punkt gestellt haben, eben es gibt das nicht oder eben es ist ein Mumpitz, sogar eben Professor Singh von Benares University, ein Molekularbiologe, hat gesagt, eben das ist ein Hoax, also eben ein Blödsinn, der eingeführt wurde, eben um die Leute unten zu halten. Und eben die Reaktion ist von der anderen Seite eben genau das, was sie gemacht haben 300 Jahre in Indien. Oder das, was eben später, wie sie dann abziehen mussten, ihre Sachen einpacken mussten, die Engländer dann hat man halt noch kulturell. Oder eben im Namen der Wissenschaft hat man dann Kolonialismus betrieben. Und ich als Ayurveda-Arzt bin lange genug auch ausgesetzt worden dieser tendenziösen, eben wenn nicht rassistischen Auffassungen. Ich wurde mehrmals in Interviews gefragt von namhaften Journalisten, sogar vor laufender Kamera, ob denn das ihrer Meinung nach eigentlich Ayurveda oder auch Yoga nur bei Indern funktioniert. Kann er nicht bei westlichen Leuten funktionieren. Und dann, meine Antwort ist, die Antibabypille wurde von einem Engländer erfunden, darum funktioniert es nur bei Engländerinnen, alle anderen werden schwanger, in Afrika oder in Japan oder an anderen Orten. Das heißt, hier haben wir wirklich zwei massive Stakeholders, auf der einen Seite eben immer noch die eingefärbte sogenannte moderne Wissenschaft, die etwas aufrechterhalten will, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die konservativen, wenn nicht auch rechts angesiedelten Nationalisten, die sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben haben. Und da denke ich, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht mit hineingezogen werden auf die andere Seite, auf diese Seite, eben, dass wir ein bisschen überheblich, muss ja nicht gleich voll rassistisch sein, aber schon eben bei uns sieht es ordentlich aus. Ich hatte ja das gleiche Problem mit meiner Klinik in Indien, wenn die Leute zu mir gekommen sind nach Indien, dann haben sie sich jeden Tag bei mir beschwert über die vielen Leute und der Lärm und was sonst ihnen noch nicht passt in Indien. Und wahrscheinlich über 55% meiner Gäste aus dem Westen, die hatten ein großes Problem damit, dass wir das einfach messen mit unseren Ellen. Das heißt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir werden auf einmal die Oberyogis oder die Ober-Ayurveda-Leute und werden ganz orthodox oder fanatisch und sagen, wir haben das älteste System und von da aus ist alles gegangen und hier eben diese westliche Zivilisation ist nicht auf dem Level. Und natürlich hat man im vedischen System, was nicht unbedingt bedeutet mit dem heutigen indischen System, aber da hat man das Konzept von Simple Living, High Thinking. Und wenn wir unsere Kultur anschauen, dann ist halt oft so, dass wir eher an Highlife denken und ein bisschen einfacher denken. Aber das kann man nicht verallgemeinern, wie wir auch hier sehen können und auch am Erfolg von Yoga sehen können, am Erfolg von Ayurveda sehen können.
Und deshalb eben ist es wichtig, dass wir hier eine nicht extreme Position einnehmen, dass wir uns bewusst sind, dass wahrscheinlich mehr dahinter ist als bisher angenommen und dass eben auch Wissenschaft nicht immer objektiv ist, weil dann würde es nicht immer so viele verschiedene Meinungen geben. Dann gäbe es ja nur eine Meinung. Genau, deshalb eben hier meine Schlussfolgerung. Vorsicht ist geboten, sich hier nicht auf die politische Debatte einzulassen. Und natürlich ist es verlockend, vor allem in der Zeit, wo wir ständig eins auf die Nase bekommen haben in Europa, wie wir Ayurveda und Yoga verbreiten wollten, dass wir dann zu Hause in Indien quasi Unterstützung suchen. Aber eben diese Unterstützung, die bekommt man dann halt vielleicht eben von einer Seite, mit der wir auch nicht ganz einverstanden sind, eben vor allem jetzt, wo wir doch eine Rechtsaußenregierung wieder haben in Indien. Es ist so, sollten wir eben das nicht zum Anlass nehmen, um jetzt zu erwarten, dass wir uns hinter diese Gruppe stellen. Und natürlich ist es eben reizvoll, mit den Daten das pervertierte Kastenunwesen zu demontieren. Aber das können wir auch auf der philosophischen Ebene. Dazu brauchen wir eigentlich keine Genforschung. Und eben als Vertreter von Ayurveda und Yoga sollten wir uns politisch nicht instrumentalisieren lassen und dem Nektar der vedischen Wissenschaften, die ihren Ursprung wahrscheinlich auf dem indischen Subkontinent haben, freien Lauf lassen. Wenn wir auch in Sutrasthana, der klassischen ayurvedischen Literatur, nachlesen, was der Ursprung von Ayurveda ist, dann wird dort ein großer Kongress beschrieben. Das gleiche mit Srimad Bhagavatam. In Naimisharanya, am Fuße des Himalayas, haben sich Experten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt getroffen. Und da wird spezifisch überall erwähnt, dass Wissenschaftler oder Gelehrte, Personen aus der ganzen Welt sich getroffen haben und einen Kongress gemacht haben, was wiederum bedeutet, eben, dass dieses Wissen jetzt nicht nur auf einen Ort bezogen war, sondern dass schon immer in verschiedenen Kontinenten und in verschiedenen Kulturen das Wissen vorhanden war. Vielen Dank fürs Zuhören. Namaskar.